Was ist Luxus? Tja, für die Russen vor allem fette Klunker, echte Pelze, also Luxus, der einem quasi direkt ins Gesicht springt. In Kenia hingegen sieht die Sache ganz anders aus. Hier reichen schon ein paar schlichte Sneakers und die Mädels liegen einem zu Füßen. Warum das so ist, wir haben die Antwort. Kommen Sie mit uns auf eine luxuriöse Reise um die Welt. Und die könnte gegensätzlicher nicht sein. Vom Protzen in Russland. Wenn man tagsüber eine Frau mit Diamantohrring auf der Straße sieht, ist es eine Russin. Über Schuhe als Statussymbol in Kenia. Ich brauche unbedingt neue Schuhe. Ohne die bekomme ich keinen guten Job und auch keine Frau. Bis hin zu handgemachten Luxuspralinen in der Schweiz. Dort, wo die Schönen und Reichen einkaufen. Praline ist Luxus, das ist ganz klar. Das ist Qualität, das ist sehr hohe Qualität. Hat auch ihren stolzen Preis, weil so viel Handarbeit dahinter ist. Wir sind um die Welt gereist, auf der Suche nach den unterschiedlichsten Vorstellungen von Luxus. Unsere Reise startet, wie könnte es anders sein, in Moskau. Nirgendwo klaffen Arm und Reich so weit auseinander wie hier in Russland. Jahrzehnte waren im Land alle gleich. Vor über 20 Jahren brach der Kommunismus zusammen. Seitdem baut die gesamte Wirtschaft auf Privateigentum auf. In Russland gehören den reichsten 10% der Bevölkerung ganze 85% des gesamten Vermögens im Land. Für Russland heißt das, jeder, der Geld hat, zeigt das auch. So auch Anna Nerli. Oligarchin ist sie noch nicht, aber nahe dran. Sie trifft heute ihre Freundin Arina zum Shoppen. Und wo gehen reiche Mädels in Moskau da am besten hin? Genau hier, ins GUM, einem der bekanntesten Luxuskaufhäuser der Welt. Das gibt es schon seit 120 Jahren. Mit 75.000 Quadratmetern Verkaufsfläche übertrifft es sogar das KDW in Berlin. Hier kann man alles und jeden treffen. Es gibt die wichtigsten Modemarken. Anna weiß, was Luxus ist. Schließlich arbeitet sie in der Diamantenbranche. Die Russin ist übrigens 28, sagt sie zumindest. Wie viel sie auf dem Konto hat, möchte sie uns nicht verraten. Nur so viel steht fest, ihre Eltern sind steinreich. Ihren Luxuslebensstil finanziert sie aber selbst, behauptet Anna auf jeden Fall. Und dazu gehören natürlich auch Schuhe. Zu Hause stehen davon schon über 1000 Paar. Ich hoffe, die Schuhe sind richtig teuer. Dann haben sie nicht so viele Mädchen in Moskau. Einzigartigkeit ist Anna wichtig. Das, was uns vielleicht protzig erscheint, ist für Anna Lebensqualität. Nach dem Preis schaut sie nicht. Die Schuhe, die sie gerade probiert, kosten übrigens 1500 Euro. Ich nehme die, die hier und die. Fast 5000 Euro gibt Anna für neue Luxustreter aus. Mehrmals im Monat kauft sie hier ein. Wenn man sich sowieso alles leisten kann, freut man sich dann überhaupt noch? Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue. Jetzt, wo ich diese Glitzerschuhe habe, tanzt das russische Mädchen in mir vor Freude, wie eine Cheerleaderin. Annas eigentliches Ziel heute, ein Pelzmantel. Für viele ein No-Go. Für reiche Russen gehören sie aber einfach dazu. Nicht nur, weil es hier im Winter richtig kalt werden kann, sondern weil man daran sehr schnell erkennt, der Besitzer hat Geld. Das gilt auch für die Kleinsten. Anna sucht einen Pelzmantel für ihre vierjährige Tochter. Weil es den nicht in der richtigen Größe gibt, lässt sie ihn Maß anfertigen. Mir ist es wichtig, dass es einzigartig ist. Ich will alles maßgeschneidert. Auffallen. Eine Lebenseinstellung bei Russlands Elite. Zu Zeiten des Kommunismus war das nicht möglich. Deshalb ist das Showlaufen heute vielleicht umso wichtiger. Russen geben manchmal einfach gerne an. Auch mit ihrem Geld. Wer in Russland viel besitzt, zeigt das auch. Wir Russen tragen gerne unser ganzes Geld in Form von teuren Sachen an uns. Wenn du tagsüber ein Mädchen mit Diamanten siehst, weißt du, sie ist Russin. Das heißt dann, das bin ich, das ist mein Schatz. Aber wir lieben das. So, hello, that's me, that's my treasure. But we love it.
Annas Ausgaben heute in Höhe eines Kleinwagens. Materielle Dinge sind ihr wichtiger als zum Beispiel Urlaub oder Freizeit. Der Eindruck nach außen zählt. Luxus ist mir sehr wichtig. Das ist meine Leidenschaft und auch mein Beruf. Ich liebe solche Dinge wie meine Diamantohrringe. Ich kann mir schon vorstellen, in einer Einzimmerwohnung ohne all diese Dinge zu leben. Aber da ist es mir lieber, viel zu arbeiten und dann auch viel ausgeben zu können. Doch wer denkt, in Russland leben die meisten Milliardäre, irrt sich. Das Land ist nur auf Platz 5. Deutschland liegt sogar noch vor Russland mit 123 Milliardären. 130 gibt es in Großbritannien. Platz 2 belegt China. Die meisten Milliardäre kommen aus den USA. 571 Megareiche leben hier. Weltweit gibt es übrigens 2325 Milliardäre. Die wenigsten davon leben auf dem afrikanischen Kontinent. Dorthin geht unsere nächste Reise. Kenia und Luxus. Zwei Dinge, die erstmal nicht zusammenpassen. Wir sind nach Nairobi gereist und haben etwas gefunden, was hier wirklich Luxus ist. Sneaker. In Nairobi ein sehr wichtiges Statussymbol. Wir sprechen mit einem Schuhverkäufer. Nicht jeder hat Geld für Schuhe. Sportschuhe sind hier bei uns am höchsten angesehen. Die sind aber auch richtig teuer. Deswegen verkaufen wir mehr von diesen schwarzen Schuhen. Wir sind in Kibera, einem Slum in Nairobi. Über die Hälfte der Menschen hier ist arbeitslos. Wer arbeiten kann, verdient wenig. Im Schnitt 45 Euro pro Monat. So viel verdient auch Martin. Seit Monaten hat er gespart. Er braucht neue Schuhe. Schuhe sind für uns Kenianer enorm wichtig. Diese Schuhe hier habe ich schon über 4 Jahre. Die sind ausgelatscht, dreckig, machen nichts mehr her. Ich brauche unbedingt neue, denn ohne gute Schuhe bekommt man keinen guten Job und lernt auch keine Frau kennen. Martin arbeitet in einem Elektroladen in Kibera. Sich heute neue Schuhe zu kaufen, ist ein besonderes Ereignis für ihn. Je teurer die Schuhe aussehen, desto angesehener ist der Besitzer. Beim Kennenlernen geht der erste Blick oft nach unten. Deswegen lässt sich Martin auch Zeit bei der Auswahl. Für ihn eine wichtige Investition. Schuhe zeigen, wer du bist und was du hast. Manche Menschen kaufen sie sich, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können und verzichten dann lieber auf ihr Essen. Weil ihnen das einfach wichtig ist, Schuhe zu besitzen. Die stehen für Wohlstand. Schuhe in Kenia. Ein Statussymbol. Was bei uns gleich in mehrfacher Ausführung im Schrank liegt, ist für viele Menschen hier Luxus. Martin ist unsicher, welche Schuhe er kaufen soll. Daher hilft ihm sein Freund Chandu. Er ist Schuhputzer. Und das ist in Afrika ein angesehener Beruf. Schließlich kümmert er sich um das Wertvollste, was seine Kunden besitzen. Die meisten Kunden, die ich habe, sind Männer. Die kommen im Durchschnitt etwa einmal die Woche. Öfter können es sich die wenigsten leisten. Einmal putzen kostet bei mir 150 Kenia-Schilling. Umgerechnet fast 1,50 Euro. Für Kenianer richtig viel Geld. Chandu soll Martin beraten. Und der gibt heute die Hälfte seines Monatsgehalts aus für Sneaker. Die hier sind richtig teuer und richtig beliebt. Frauen wollen jemanden, der für sie sorgen kann. Wenn ich mir gute Schuhe leisten kann, dann heißt das, dass ich auch für ein Haus und Kinder bezahlen könnte. Und deswegen achten die Frauen so extrem auf solche Statussymbole. Martin weiß, je spezieller der Schuh, desto mehr Aufmerksamkeit schenkt ihm die Damenwelt. Die sind cool. Das Blau glänzt so schön. Die fallen auf, die machen echt was her. Ungeschriebenes Gesetz in Kenia. Schuhe sind bei der Partnersuche ausschlaggebend. Deswegen gibt Martin auch so viel Geld dafür aus. 28 Euro. Für uns vielleicht nicht sehr viel. Für Martin eine Luxusinvestition mit Berechnung. Bei Kiberas Frauenwelt scheinen die neuen Sneaker auf jeden Fall gut anzukommen. Wir drücken Martin die Daumen. Thank you.
Wir sehen, Luxus bedeutet für jeden etwas anderes. Im Norden Afrikas lebt zum Beispiel ein Nomadenvolk in der Wüste, die Rendille. Was für sie wirklich zählt, ist die Größe ihrer Kamelherden. In China gelten Frauen als Luxus. Ein Sprichwort: Wer keine Geliebte hat, hat auch keinen Erfolg. Südkorea. 35% der Arbeitnehmer arbeiten mehr als 50 Stunden die Woche. Freizeit ist hier Luxus. In Kuba ist es Internet. Eine Stunde liegt bei mindestens $4,50. Die meisten Menschen verdienen gerade einmal $20 im ganzen Monat. Unsere Suche nach Luxus führt uns weiter in die Schweiz. Wir sind bei Eschbach Chocolatier, einer der edelsten Schokoladenfabriken der Schweiz. Wer besonders hochwertige Schokolade will, kommt hierher. Vom Scheich in Dubai bis zum Popstar aus den USA. Jeder kauft hier ein. Auch Matthias Walter, Manager des Profifußballspielers Xherdan Shaqiri. Der Sportler bestellt hier jedes Jahr für mehrere 10.000 Euro. Heute holt sein Manager eine besondere Überraschung für den Fußballspieler ab. Wow! Nein! Das ist aber richtig cool. Leck du mir! Ja, das ist richtig schön. Super gemacht! Ein zufriedener Kunde, ein glücklicher Chocolatier. Um den Anfang der Geschichte zu verstehen, müssen wir 6 Stunden zurück. Die Produktion in der Schokoladenfabrik. Hier entsteht das Nonplusultra der Schweizer Schokoladenkunst. Heute auf dem Programm die eben gesehene Spezialanfertigung. Jürg Rogenmoser ist der Chef-Schokolatier. Er bereitet gerade eine selbst kreierte Pralinenfüllung vor. Nur ausgewählte Zutaten kommen hier rein. Alles ist handgemacht. Schokolade, aber eben auf Luxusniveau. Jürgs Pralinen gehen an Superstars, Schauspieler und Profisportler. Das gibt jetzt eine Spezialpraline für Shaqiri. Vielleicht gibt ihm das noch etwas Ansporn, noch mehr Leistung auf den Fußballplatz zu bringen. Basel, Bayern, Mailand. Momentan spielt Xherdan Shaqiri bei Stoke City in der englischen Premier League. Seit Jahren ist er hier Stammkunde. Dieses Jahr hat der Schweizer Luxuspralinen im Wert von 40.000 Euro bestellt. Für Sponsoren, Familie und Freunde. Jürg macht heute einen Teil dieser Bestellung. Jede Praline ist ein kleines Stück Luxus aus Handarbeit. Wenn man dann sieht, wie wir die mal von Hand fertigen, in die einzelnen Stücke schneiden und als nächstes dann noch mit der Schokolade überziehen und auch dekorieren, das ist dann schon der kleine Luxus, der zum großen Genuss führt. Jürgs Schokolade zählt zu den besten des Landes. Seine Kunden lassen hier regelmäßig richtig viel Geld. Doch er ist bei weitem nicht der Einzige. Kein anderes Land der Welt produziert so viel hochwertige Schokolade wie die Schweiz. Schokolade, das ist Emotion pur. Und ich sag mal, wenn man Schokolade genießt, dann soll das etwas Gemütliches sein. Da muss man sich schon die genügende Zeit dazu nehmen. Dann kannst du nicht hetzen. Das muss man genießen. Und da sind wir Schweizer ja dazu prädestiniert. Das Besondere an dieser Luxusschokolade, sie wurde vorher 20 Stunden konchiert, sprich gerührt. Das ist der Hauptunterschied zu Billigschokolade. Die ist nämlich nicht so cremig. Jürgs Kollege Kurt setzt dem Meisterwerk dann das Topping auf, ein Logo von Shaqiris aktuellem Verein Stoke City. Das Esspapier natürlich selbst bedruckt. Für die Luxuspralinen brauchen die Schokolatiers natürlich auch eine besondere Verpackung. Als Verzierung sollen Fußballdetails her, wie ein Rasen. Wir mussten mal einen Strubelpeter machen und dann ging es um die Frisur und dann drückten wir den Marzipan so durch und seitdem brauchen wir mal das des Öfteren mal. Die Kunden wissen, in der Schweizer Schokoladenfabrik bekommen sie nur das Beste. Daher äußern die meisten nur einen ungefähren Wunsch, wie die Schoko-Kreation aussehen soll. Den Rest überlassen sie der Kreativität der Fachmänner. Kurt, kann ich den Rasen legen? Ja. Okay. Bleibt nur die Frage, wer von beiden isst mehr Schokolade? Oh, wer isst mehr, Kurt? Ja, ich glaube ich. Von der Figur her ich. Okay, das täuscht. Bei mir gibt es keinen Tag ohne Schokolade. Bei dir? Nein. Nein? Okay. Nein. 300 Euro kostet allein die Pralinenbox. Schließlich stecken darin auch 3 Stunden Arbeit.
Den Kunden ist es das wert, denn die wissen, Schweizer Luxusschokolade ist die beste. Und die begehrten Pralinen schickt die Schokoladenfabrik in die ganze Welt. Die werden in Styroporboxen gepackt, richtig geschützt mit so Knisterfolie. Und dann ist die Temperatur kein Problem, da es im Flugzeug, im Frachtraum sowieso kühl ist. Wichtig ist dann, dass am Ort, wo das dann hinfliegt, ob das Tokio, Abu Dhabi, Dubai ist, wo auch immer, dass die Leute am Flughafen instruiert sind, dass die wissen, jetzt kommt eine Schokoladenlieferung, wir müssen das sofort wieder kühl stellen. Jürg füllt die Pralinen ein. Die haben einen stolzen Wert von über 70 Euro. Das macht etwas über 2 Euro pro Praline. Und zeigt, Schokolade ist für Schweizer ein kleiner Luxus. Eine Frage an den Manager von Xherdan Shaqiri hätten wir aber noch. Darf der Profifußballer überhaupt so viel Schokolade essen? Ja, im Maßen schon. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er die alleine essen wird. Ich hoffe, ich kriege auch was davon dann vielleicht. Handgemachte Luxuspralines. Nicht nur für die Schweizer, ihr ganz besonderes Stückchen Luxus. Knallige Farben. Eine glänzende Oberfläche und ein weicher Kern. Klickt hier rein.